Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. Ja, wir haben hier zwei Wachen, zwei Türen, ein Rätsel. Einer von den beiden lügt, einer sagt die Wahrheit. Und egal, was wir bisher gefragt haben, wir haben noch nicht viele da Fragen gestellt, sterben wir vorher. Which door is correct? Which door is correct? The right door. Die rechte Tür. Gehen wir mal da durch. Darn! See, Lyra? If only you'd studied your lessons like the brothers told you. Ah, well. They can't all turn out to be winners. Und wir sind wieder tot. Müssen wir wieder laden. Okay, fragen wir den noch einmal. Which door is not correct? Which door is not correct? The left door. Kann sein, dass er mich auch anlügt. Kann sein, dass er... Darn! See, Cyrus? If only you'd studied your lessons like the brothers told you. Ah, well. They can't all turn out to be winners. Okay, warte mal. Dann müssen wir vielleicht mal die Fragen ausführlicher lesen. Welche Tür ist korrekt? Welche Tür ist nicht korrekt? Welche Wache lügt? Bist du die Wache, die lügt? Ist der andere die Wache, die lügt? Ist Klaviges Wiel am Lügen? Welche Tür würde Klaviges Wiele sagen, ist korrekt? Welche Tür würde der Hund sagen, ist korrekt? Was würde der andere sagen, ist korrekt? Do both doors lead to death? Sind beide Türen, führen beide Türen? Ich glaube, das hier würde es. Which door would the other one say is correct? The left door. Gehen wir mal hier durch. Darn! See, Cyrus? If only you'd studied your lessons like the brothers told you. Ah, well, they can't all turn out to be winners. Moment mal, aber diese Frage, das ist eigentlich die schlauste Frage. Je nachdem, wer von beiden lügt oder die Wahrheit sagt. Wenn er jetzt der Lügner ist, hat er mir gesagt, dass der andere sagen würde, dass der hier richtig ist. Fragen wir den mal dieselbe Frage. So, Which door would the other one say is correct? The left door. Das ist vollkommen egal, wen wir eigentlich fragen von beiden. Einer von beiden sagt immer, der andere würde sagen, der linke ist korrekt. Wenn er jetzt der Lügner ist, weil er hatte gesagt gehabt, dass er würde sagen, dass das hier richtig ist. Und er sagt, dass der andere sagen würde, dass das da richtig ist. Und da sind wir gerade gestorben. Dann müsste das hier jetzt eigentlich der richtige sein. That's such a blockhead after all. Ja. But I don't think you've seen the last of me, Cyrus. I've got my eye on you. Playing games with aber warum hat smile, Cyrus is just like breathing. Once you get in the habit, it's kinda hard to stop. Be lucky, Cyrus. Until we meet again. Okay. Aber warum hat es vorher nicht geklappt mit den Türen?
Wir haben Izara gefunden, auf jeden Fall. Where am I? You are safe, Izara. Is it you? I'm afraid so. Where's Nagasta? Is he dead? Where's the soldier? Izara, I have to get back to the League. But... What have I done? Izara! Okay. Are you coming or not? Caught up already, have you? Shut up. Izara. Do you plan to stay this time? Yes. Because you could run again. Yes. It wasn't your war then. No. And it's not your war now. No. And if you expect anything more than that right now, you can go to hell. That's just great, Izara. Don't give me that. Even if we still had the soldier and we'd be in the same place, you'd still be hiding in this cave and Richten would still be in our prince's palace. There's a difference between hiding from the Empire and biding our time. We're losing time. You lost the soul gem. What now, girl? I know where it is. Yeah, huh? Richten has the soul gem. You've seen him with it? I gave it to him. How could... I didn't know what it was. The necromancer had it fashioned into an amulet, a gift for the governor. He needed someone to deliver it. I did, thinking I could somehow get to you. My heart just broke. Yours too? A million pieces. We'll just have to get it back. We'll be killed as soon as we step onto the shore. Cyrus is right. What's the point of being condemned as rebels in arms if we never take up those arms against the Empire? We? I tell you, Basil, and hear me well. Whether you like it or not, I'm in this now until the end. I'm not sending my men to Strozmakai. Soul Gem lost or no, Hammerfell needs us alive. What good are you, Basil, if you do nothing? Are you afraid of shedding a little blood? Here it comes. You speak grandly of spending blood that is not your own, Sire. As for the League, we do what we can, even in hiding. We're pirates, man. The purest form of sedition. To thieve, snare, slit the throat unbeheld. The ever-resident thorns, keeping all sides of guard, alleviating every inertia with our own. Our raids force the Emperor to garrison Strozmakai and tie up ships and men here. And our piracy hits Richten where it counts, in his gold purse. If he doesn't squeeze this province for the profits the Emperor demands, his head will roll. Don't forget the dragon, Basil. Because that's the thing you really fear, isn't it? The Battle of Strozmakai hung in the balance until the governor called in his dragon, right? Well, there's that too. I'll take care of the dragon. Big man. Can I feel your muscle? Richten probably has the dragon guarding the soldier in the palace treasure vaults. Where are they? You can enter them through the catacombs, but you need the key. Where'd you get this? The prince and your sister were good friends, Cyrus. The treasure vaults were to be her jewelry chain. I've had enough of your chatter, Basil. I'm going to find the gem, and then I'll find somebody who'll bring the prince back. When that's done, should I tell him to expect your aid or not? I expect you'll have just as much success as your sister had, Cyrus. Hardly do any worse. I'll go with you. At 2 weeks still. Look, I've done well enough to this point. I can finish this. For you. For Hammerfell. Fine, for Hammerfell. When I have the soul gem and somebody that can break its magic, what should I do? Send us the signal and we'll meet at the temple. Brother Niddle has a Tor's body hidden there. Redguard! When you have the prince, you have his men. I should help you. You're too well known on the island. The Imperial... I can handle them. And you will, after the temple. I won't fail you. Not like last time. Look, let's get this straight. You murdered my husband and ran away. On one day, you robbed me of the two people I loved and trusted most in the world. Hakan was not much of a husband, but you were not, and you are not fit to judge him. Nor am I fit to judge you. You're guilty of God's know how many crimes and cruelties, not the least of all what you've done to your own flesh and blood. But whatever harm you've done to me, I forgive you. You're my blood and younger brother, and I can do no less. But if you trifle with the affairs of the League, and with the fate of Hammerfell and her people, then run away like you did last time,
I will find you. You are a charming, vain, self-absorbed child, never thinking of anyone but yourself and your own profit. But if you take up this thing, you will see it through to the end, or I will kill you. I am going to find that soul gem, and I will get your prince back. Izara, I know what you think of me. I'm not proud of what I've been, but something is happening here, and I don't really know what I'm saying. Then don't say anything. I'm not interested in your words, Cyrus. It's enough to have you here. I just have to believe that you'll stay when I need you. I will finish this. So, bitte jetzt nicht abschmieren, ja? Boah, da habe ich bei dem Game immer so viel Angst. So, dann machen wir hier jetzt ein Safe Game. So. Nur um sicher zu gehen. Wir haben jetzt eine neue Info bekommen, habe ich gerade gesehen. Restored Izara's soul, together escaped the Necromancer's Isle, went to Strossen Kai, summoned League ship, sailed to meet with League in their hideout, revealed that Rigton has the soul gem in the form of the amulet delivered as a present from Ngasta, pledged to kill the dragon and recover the soul gem from the treasure vaults of the catacombs. And to find someone able to master the power of the soul gem to restore Prince Arthur. From Izara, got a gold key to enter catacombs. When the soul gem is in hand and someone is found to work the soul gem's magics, meet Izara, Basil and the rest of the League at the temple where Brother Needle has a cross body hidden. Okay, das heißt, wir müssen jetzt in die Katakomben wieder rein, da wo wir ausgebrochen sind mal. Habe ich das so richtig verstanden? Ich gehe mal von aus, dass ich das so richtig verstanden habe, dass wir jetzt hier durch die Katakomben müssen. Habe ich noch... Ich habe immer noch 28 Heiltränke. Nice. Immerhin. Ah, und es ist wieder hell. Es ist wieder Tag. Immerhin. Ja, dann gehen wir mal wieder rüber. So, da haben wir das Observatorium. Ich glaube, viel ist das jetzt auch nicht mehr, was wir machen müssen. Wir sind ja jetzt hier kurz vorm Ende. Wir suchen jetzt den Seelenstein. Und müssen dann Arthur wieder beleben und dann ist, glaube ich, schon Ende. Gehe ich von aus. Jo, jetzt rutsche ich hier mal runter. Das ist auch super. So, und machen wir wieder so. Ich glaube, so ist doch angenehmer. Weil die Delfine da immer am Wasser. Wie super. Wie da immer rumspringen. Und die sind wahrscheinlich hinter mir her. Wie viel Gold habe ich? 18. 18 Gold. So, dann die Katakomben nochmal suchen. Die waren ja hier irgendwo am Hafen der Eingang, oder? Der eine Typ ist auch nicht mehr da. Für den wir eigentlich das eine Amulett ja von Gaster abgeholt haben. Und zu Rigton gebracht haben. Well? Oh, lauf ich genau ihm entgegen. Ah, warte, die Katakomben waren ja da unten. He's only one. Der Eingang zum Katakomben war ja da. Ja, die wollen jetzt erstmal alle gegen mich kämpfen, natürlich. Da ist der Eingang. So.
So. Nein, Waffe wieder einstecken. So, dann machen wir hier nochmal ein Safe Game. Und rein da. Also ich gehe davon aus, dass wir hier wirklich rein müssen. Es sei denn, es sind jetzt andere Katakomben, die, wo wir hin müssen. Ist das Spiel jetzt abgeschmiert? Ich glaube, das Spiel ist abgeschmiert. Ja, dann bis gleich. Gut, dass wir gerade noch gespeichert haben. So, da bin ich wieder. Es gibt, was die Katakomben angeht, ein kleines Problem. Ich habe das jetzt seit gefühlt einer Stunde oder so versucht, da irgendwie reinzukommen. Aber ich bleibe immer wieder bei 95% im Ladebalken hängen. Daher würde ich mal versuchen, mit euch irgendwie einen anderen Weg zu suchen oder irgendwie was anderes auszuprobieren. Hier sind aber auch echt zu viele Wachen. Vielleicht auch erstmal mit ein paar anderen Sachen irgendwie zuerst voranzukommen. Nicht, dass das Spiel jetzt hier festgefroren ist. Vor allem, ich finde im Internet auch keine Möglichkeiten, um das zu fixen, außer ein komplett neues Spiel zu starten. Da haben wir, glaube ich, auch allesamt eher wenig Lust drauf, das Spiel komplett von neu zu starten. So, deswegen gehe ich jetzt erstmal vielleicht hier rein. Ich quatsche nochmal mit Nidl. Eventuell noch mit dem einen oder anderen Dude. Hier gehe nochmal den einen oder anderen Shop hier durch. Dass das Spiel vielleicht erstmal ein bisschen Zeit hat, auch die Katakomben vielleicht nochmal neu zu laden. Vielleicht müssen wir auch einen anderen Weg suchen, finden, wie auch immer. So, komm, wir quatschen mit Nidl. Okay, mit dem haben wir nichts zu quatschen. Vielleicht mit Brekius können wir auch mal quatschen. Mit der Echse. So, wenn der jetzt mal die Tür annimmt. So. Ja, also, ich sag mal so, wenn wir es gar nicht gefixt kriegen, hier, durch das, Ding hier zu kommen, in die Katakomben, dann breche ich dieses Let's Play leider ab. Aber das will ich jetzt auch nicht. Jo, alles klar. Ja, aber das möchte ich auch nicht, also das Let's Play abbrechen. Deswegen, ich sehe zu, dass ich das irgendwie gefixt kriege, dass wir da doch noch rein können. Nicht, dass wir permanent nur noch hier an diesem einen Ladebalken hängen bleiben. Dann quatschen wir jetzt mal mit Brekius. What can I do for you, Cyrus? How are you, Brekius? Vielleicht hat er Neues. The Red Guard. Good. Good to see you again. Okay, da gibt's nichts Neues. I'd better keep moving. Can we talk later? Tobias ist ja auch weg. Anytime. Ich habe keine Ahnung, wo Tobias ist. Naja, also ich raff auch gerade gar nicht, was ich sonst jetzt machen müsste. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir irgendwie wieder in das eine Ding da reinkommen. Ne, jetzt sind auch erstmal 1 Million Wachen hier auf dem Weg zu uns. Er hat mich jetzt nicht erwischt, ne? Können wir vielleicht so hier rein? Da ist ja auch noch eine Wache. Der ist ja da auch hinter uns her gleich. Okay, hier ist locked.
Hier kommen wir nicht rein. Gibt es hier noch einen anderen Weg? Scheint ja viel zu geben hier. Wo wir jetzt noch gar nicht waren. Ja, komm, ich will hier nur dran vorbei. Ja, komm, ich will hier nur durch. Ja, irgendwie müssen wir doch hier wieder in die Katakomben kommen. Da hinten sind noch mehr Waffen. Da waren wir noch gar nicht eigentlich, da hinten die Ecke. Wenn man so überlegt. Oh, hier ist noch ein Eingang. Wir haben noch einen Schlüssel von Rusty Key, Gold Key. I need to use this with something else. It won't fit. Okay, schade. Wäre zu schön, wenn das auch noch klappen würde. Wenn das jetzt das Richtige wäre. Aber ja, irgendwie müssen wir das mit den Katakomben wieder hinkriegen. Der will ja irgendwie nicht laden. Okay. So kommen wir hier durch. Was ist denn hier? Okay, hier ist nichts. Also nichts Relevantes zumindest. Boah, ich möchte das jetzt wirklich ungern abbrechen müssen, weil wir nicht in die Katakomben kommen. Ja, aber was will man erwarten von einem Spiel von 1998? Ist jetzt auch halt irgendwann so schon 25 Jahre alt, das Spiel. Er ist jetzt sogar 25 Jahre alt, oder? Da kommen die ganzen Wachen jetzt hierhin angerannt. Mal gucken, vielleicht kommen wir von hier auch noch irgendwie weiter. Vielleicht gibt es hier auch noch irgendwie einen Weg. Ne, hier scheint es irgendwie nicht wirklich weiter zu gehen. Da rutschen wir gleich irgendwie runter, gehe ich mal von aus. So, kommen wir an denen irgendwie vorbei. Aus dem Weg. Tut mich nicht weh. Da kommen wir gar nicht rein, ne? Ich glaube, die Chance, da reinzukommen, haben wir vertan. Als wir hier aus dem Gefängnis ausgebrochen sind. Dann gehen wir mal hier in Jafar's Bookshop. Vielleicht können wir mit dem noch mal ein bisschen quatschen. Und dann würde ich noch einmal gleich riskieren, in die Katakomben zu kommen. So. I greet you. May I do you service? Hello, Jafar. Silas. Nee, ich kann mit dem nicht nochmal irgendwie Please, quatschen. Desert Walker. I must go. Nee, ich weiß jetzt echt nicht, was ich sonst machen müsste, um in die Katakomben zu kommen.
Oder irgendwie weiterzukommen. Ich würde sagen, wir gehen da trotzdem jetzt noch einmal runter. Vielleicht sind wir jetzt lang genug hier unterwegs, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ne, da wollten wir jetzt nicht rein, wir wollten hier runter. Wir könnten auch mal erstmal woanders hingehen und gucken. Oder mit ihr auch nochmal quatschen. Die Wachen sind jetzt nicht direkt hinter mir, doch da ist eine. So, die Wache hängt da hinten fest. By the way, Captain Brennan is looking for you. But if I were you, stay away from him. Ja, Captain Brennan haben wir schon getötet. Quatschen wir die noch einmal auf die Katakomben an. These catacombs, some kind of a dungeon? That's where fat boys are with any crowns you can catch. Under the palace, where the dragon. We'll talk later. Be careful. Okay. Komm, wir riskieren es noch einmal. Dann mache ich davor noch mal ein Safe Game. Und dann kann sein, dass wir stecken bleiben oder auch nicht. Weiß ich nicht. So. Nochmal einen Schritt zurück. Wir machen hier jetzt ein Safe Game. Um sicher zu sein, dass wir jetzt lang genug unterwegs waren. Und jetzt gehen wir rein. Ich hoffe, es klappt. Bitte. Bitte lass es jetzt klappen. Nicht, dass wieder bei 95% hängen bleibt. Und es bleibt bei 95% hängen. Die Musik läuft, aber es bleibt da hängen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielleicht, weiß ich nicht. Ich sehe zu, dass ich das jetzt gefixt kriege, dass wir dann jetzt in den Katakomben sind. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge in den Katakomben direkt. Wenn nicht, ist dieses Let's Play beendet. Und machen wir dann auch dann, sehen wir uns dann halt in Battlespire wieder. Ich weiß noch nicht, wie das aussieht. Ich werde das erfahren dann spätestens morgen, ob wir dann Battlespire machen oder hier noch weiter das irgendwie schaffen. Aber es bleibt andauernd hier hängen. Da ja, weiß ich auch nicht ansonsten, was ich machen kann. Dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.